Naja tripudians, die Kobra. Was nimmst du dir zu Herzen? Um wen oder was musst du dich dringend alles kümmern? Und woher kommt die Verzweiflung, dass all deine Mühe nicht reichen wird? Der perfekte Nährboden für einen Naja-Konflikt ist ein sehr starkes Verantwortungsgefühl. Und dieses Verantwortungsgefühl bringt einen dazu, sich zu kümmern. Hier und da, um jen und wen. Das heißt, in der Familie, bei Freunden, im Job und, weiß nicht, noch bei den Nachbarn oder so. Und das Fazit ist, man muss sich einfach immer kümmern. Und es ist nicht so, dass man das nicht mag. Klar, das ist ja eben dieser Nährboden. Aber es gibt eben dieses Wörtchen muss da drin. Irgendwo muss man sich kümmern. Und da fängt der Konflikt an, in die Tiefe zu gehen. Selbstverständlich müssen wir uns in unserem Leben um diverse Dinge kümmern, die wir auch manchmal nicht abstellen können. Kleine Kinder zum Beispiel, um die muss man sich kümmern, selbst wenn es einen an die Grenzen bringt. Aber das ist hier jetzt bei Naja nicht gemeint, sondern im puncto Kinder eher so die Kinder, die schon vor diversen Jahren hätten ausgezogen sein können, mit denen man immer noch Themen hat, als wären sie sehr viel kleiner, wo man die Verantwortung hatte. Das wäre so ein bisschen Naja. Der Auslöser für den Konflikt ist meistens eine Art Beklemmung, ein enge Gefühl. Man hat das Gefühl, aus einer Situation nicht mehr rauszukommen, quasi wie in einer Falle zu sitzen, weil man das Bedürfnis hat, etwas ganz anderes zu tun, eben an einer bestimmten Stelle keine Verantwortung zu übernehmen. Aber man schaut sich quasi dabei zu, wie man es tut und auch noch mehr und mehr und mehr tut. Diese Situation macht einen zunehmend wütender. Ja, aber jetzt nicht so krawallig wütend, wie man sich das so vorstellen könnte. Also vielleicht kommt es einem so vor, aber es hat eher so diesen, ich sage jetzt mal so diesen sozialpädagogischen Touch, also selbst im Wütendsein auf andere versucht man sich noch um die anderen zu kümmern. Und erklärt also diese Situation und vielleicht auch das Bedürfnis, hier was zu ändern. Und eigentlich hat man dann das Gefühl, jetzt war man völlig wütend, jetzt hat man alles gegeben, jetzt hat man alles gebracht und jetzt ist es gut und jetzt ist man raus aus der Situation. Aber denkst du, es geht eigentlich alles so weiter, als hätte man gar nichts gesagt, also als wäre man gar nicht da, als hätte man diesen ganzen Aufwand, den man innerlich erlebt hat, so sich in Rage zu bringen, wütend zu sein, Grenzen zu äußern, je nach Thema kommen da noch ein paar Dinge zu, als hätte das alles nicht gegeben. Und das verstärkt eben dieses Gefühl und das bringt uns zu diesem Naja-Zustand, dass man in einer Falle sitzt, etwas, was einen beengt, beklemmt und sukzessive das Gefühl, dass man da nie wieder rauskommt. Je mehr sich der Zustand zuspitzt, umso mehr steigert sich auch das Bedürfnis, das Ganze mal zu erzählen. Also einem Freund, der besten Freundin oder so. Und diese ganze Verzweiflung mal so auszubreiten. Ja, das ist aber ein ganz besonderer Zustand, weil man erzählt und eigentlich erzählt man ja Dinge, um dann auch einen Tipp zu kriegen, wie man den lösen kann. Und das ist schon auch das, was von außen ankommt. Also man begreift diese Verzweiflung und die Sackgasse, die da gebaut ist und versucht, Ideen zu entwickeln, wie man das Ganze lösen kann. Aber das ist jetzt völlig besonders in diesem Zustand, weil das scheint irgendwie gar nicht wirklich von Interesse zu sein. Also zumindest kommt
keine Art von Idee, von Tipp, von Vorschlag an, weil diese Idee, dass man es lösen könnte, überhaupt gar nicht im Raum steht. Das stimmt natürlich nicht ganz, weil man möchte ja eine Lösung, man will ja raus. Man hat ja vielleicht auch schon mal alles gebracht oder auch schon mehrfach alles gebracht, um es zu äußern und zu lösen. Aber es ist irgendwann eben, also von außen ziemlich schnell klar, dass es einer ganz anderen Lösung bedürfte. Ja? Aber die kommt einfach überhaupt gar nicht in Frage. Und da kann man nur sagen, okay, alles hat seinen Preis. Aber bei Naya ist es so, dass diese Idee, es nochmal anders zu lösen, überhaupt gar nicht an diesen gefühlten Punkt kommt. Und das ist, denke ich, sehr besonders. Wenn man es schafft, alle möglichen Lösungsvorschläge mal durchzufühlen, hat man eine Chance, sich zu fühlen zwischen diesen beiden Extremen, sage ich mal, nämlich dem schwierigen Zustand, den man hat, und der jeweiligen Lösung. Wenn man diese möglichen Lösungsvorschläge aber überhaupt nicht an sich ranlässt, dann wird dieser Weg, dieser Pfad, eine Lösung zu finden, eben auch gar nicht anfangen. Das klingt jetzt total logisch, wenn ich das sage, ist für Naya aber nicht zu lösen. Sie ist, also dieser Zustand ist quasi wie die Kobra selbst. Sie ist nämlich taub, also sie hört nichts, sie sieht nur und fängt an zu tanzen, um eigentlich eine Abwehr zu machen. Also bekommt auch gar nicht mit, wer dieser Angreifer ist, also dass das nur so eine doofe Holzflöte ist, vor der sie eigentlich überhaupt keine Angst haben müsste. Aber sie versucht halt dem vermeintlichen Gegner, also nach der Pfeife zu tanzen, um, wenn der eigene Abstand noch so ein bisschen über die eigene Grenze geht, dann würde man angreifen. Aber solange dieser Abstand irgendwie geht, macht sie alles. So. Und sie hört das andere eben nicht. Um jetzt wieder zu unserem Beispiel, diesem Menschenbeispiel zurückzukommen. Man kann das nicht hören und verstehen. Das ist ein wesentlicher Teil des Konfliktes. Nur kurz dazu gesagt, es geht mir jetzt vor allen Dingen überhaupt nicht darum, dass es Lösungen gibt, die irgendwie Dinge trennen und man irgendwie Menschen verlässt, die gerade eben krank geworden sind. Oder also es gibt Sachen, die sind einfach blöd. Ja? Vielleicht hatte man schon immer mal vor, sich zu trennen, hat es aber wegen der Kinder nicht gemacht. Und in dem Moment, wo die Kinder aus dem Haus sind und man es eigentlich vorhat, mal anzusprechen, wird der Partner krank. Bäm, dann sitzt man da drin. Das ist eine schwierige Situation. Da kann man von außen, das ist sehr schwierig, das überhaupt zu beurteilen, wäre aber so eine Naya-Falle. Aber es geht jetzt überhaupt nicht darum, dass das die richtige Lösung ist. Aber wenn man anfängt, die Dinge zu fühlen, dann hat man eine Möglichkeit, sich überhaupt in der Situation wahrzunehmen und anzufangen, so ein inneres Koalitionsgespräch überhaupt zu beginnen. Sonst geht das überhaupt nicht los. Und das ist wichtig. Also egal wohin und wie und wie schwierig die Situation ist, Lösungen können gefunden werden für einen selber, wenn man selber mitspielt. Wenn man selber nicht mitspielt, dann sind wir bei der entscheidenden Frage, wer oder was spielt denn dann im eigenen Leben mit und kontrolliert unsichtbar die Situation? An dieser Stelle möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass auch jede Form von Sucht so einen Naya-Konfliktskern in sich trägt. Wenn man sich selber orten kann in einem Konflikt, wenn man mit Lösungsmöglichkeiten anfangen kann zu spielen, um zu gucken, wie man denn handeln kann, dann gibt es eine Möglichkeit zu handeln. Wenn dieser Punkt nicht besteht, weil man es nicht schafft, weil der wesentliche Punkt überhaupt nicht berührt werden kann, dann fehlt ein Teil der eigenen Handlungsfähigkeit und die Frage ist dann, wer oder was sitzt denn dann eigentlich am Steuer? Ja, und da schauen wir bei der Ahnenmedizin
meistens in ältere Zeiten, weil die sind ja unsichtbar. Alle Schlangen sind im KNZ-Makrokosmos Torwächterkarten. Sie repräsentieren den Kernkonflikt, weil sie alle irgendwo Enge hassen. Und da können wir den Konflikt finden, in der Enge, da wo es dir eng wird. Und ja, Torwächter stehen auch für das ganz, ganz alte Ahnenfeld. Da geht es nicht mehr um Persönlichkeiten, die wir in unserem Leben kennengelernt haben, sondern der Ursprung des Konfliktes liegt sehr, sehr, sehr weit zurück. Und da haben wir eben auch schon das Dilemma, dass wir manche Dinge eben mit den Menschen im Hier und Jetzt, mit denen der Konflikt vermeintlich gerade entsteht, überhaupt nicht richtig lösen können, weil sie nur eine Projektionsfläche sind für unser tiefes, weites Fühlen, was sehr weit hinausgeht und wir die Situation ähnlich kreieren. Und wir können sie nicht im Hinten lösen, weil hinten ist sie schon geschehen. Und wir könnten sie hier lösen. Aber dafür müssen wir die Gefühle von hinten mit nach vorne bringen, um sie eben auszuloten, um die eigene Handlungsfähigkeit zwischen den Zeiten wiederzufinden. Selbstverständlich ist es achtsam und effektiv, ganz individuell auf die Suche in dem eigenen Ahnenresonanzfeld zu gehen und da nach Lösungen zu suchen. Es gibt aber so Zwischenzeiten, die sehr symbolisch exemplarisch sind für bestimmte Konflikte. Und da würde ich jetzt bei Naya die Schwangerschaft vorschlagen. Und da habe ich mich jetzt selber sehr, sehr viel mit auseinandergesetzt. Und ich möchte jetzt auf gar keinen Fall behaupten, dass das nächste Beispiel jetzt immer bei Naya vorausgegangen ist. Das ist bitte auf gar keinen Fall so zu verstehen und das ist auch nicht immer so. Es ist nur ein gutes Symbolbild und auch diese Symbolbilder, gerade wenn wir hinten gar keine Ahnung haben, was da so alles passiert ist, sind diese Symbolbilder eine Hilfe, um Resonanz zu finden, weil die Resonanz uns hilft, uns selber zu fühlen. Betrachten wir hierfür gerade die Physiologie der Schlange. Die Naya ist taub, also sie kann jetzt nicht in der Luft irgendwie Geräusche hören oder so, aber sie kann die feinen Schallschwingungen, also der Erde, also im Prinzip die Vibration von der Erde aufnehmen und auch organische Geräusche wie zum Beispiel den Herzschlag. Das ist eine Gefühlssituation, die dem Embryo im Mutterleib zumindest sehr, sehr ähnlich ist. Auch wenn das Embryo natürlich viel früher und besser hört als die Naya, nimmt es aber viele Dinge über Vibrationen auf und teilt sich über den Blutkreislauf komplett die Gefühle mit der Mutter und ist da eben schon verbunden mit einem Kreislauf, mit Gefühlen, mit anderen, die zwar jetzt die eigenen sind, aber eben noch nicht selbstständig, sondern von anderen gebaut sind. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass sich ein Zwillingsgeschwisterchen im Mutterleib ja, diesen Raum teilt und so große Probleme bekommt, dass es sich eben nicht festhalten kann an der Gebärmutterschleimhaut und es wieso und warum auch immer stirbt und es zu einem Abgang kommt, dann teilt man sich diese Gefühle in diesem, sagen wir jetzt einfach Dreierkreislauf, auch alle komplett miteinander und erlebt sie, als wären es die eigenen. Man hat auf der Gefühlsebene also eigentlich mehrere Perspektiven. Die sind aber ein Brei und man weiß, dass was schiefgegangen ist und es ist wie, als wäre es ein Teil von einem und selber geht man aber ins Leben, aber es gibt eigentlich keine Unterscheidung und man versucht zu helfen, kann aber nicht, weil man eben noch so handlungsunfähig und hilflos ist in dieser Situation, wie es eben ist. Ganz ähnlich kann man sich die Situation vorstellen, wenn
vorausgegangene Geschwister in der Gebärmutter verloren gegangen sind. Warum auch immer. Erinnerungen daran werden einerseits über das Zellgewebe von der Gebärmutter, aber natürlich vor allen Dingen durch den Blutkreislauf von den Gefühlen, durch die Erinnerung der Mutter an die Situation, an das jeweilige Embryo übertragen. Diese Gefühle sind auf eigenartige Weise dann die eigenen Gefühle. Um zu Naya zurückzukommen, den Naya-Konflikt. Man steckt in einem Konflikt tiefer Verantwortung, in einem Gewusel von ganz vielen, ganz schwerwiegenden Gefühlen diverser Menschen und damit einhergehend Ansprüchen an einen. Und man kriegt sich da eigentlich nicht herausentwickelt, weil alle diese Gefühle nimmt man wahr und sie fühlen sich an, als wären es die eigenen. Im Naya-Konflikt nimmt man sich alles zu Herzen. Ja, aber die Schlange fühlt und hört eben das Herz. Und das Embryo fühlt und hört eben die schlagenden Herzen. Und im Sinne eines Verlustes ist es eben genau das, wo man hin möchte. Und genau das, wo man hin möchte, kann man eben nicht verlassen. Und wenn man eigentlich gar keinen Unterschied hat von dem, was man selber ist und was die anderen sind, dann bleibt man eben in dieser Situation, weil es nicht anders geht. Und das beschreibt die Ausweglosigkeit, aber auch die Logik des Kreierens der eigenen Handlungsfähigkeit dieser Situation. Man zittert innerlich vor Wut, sich anpassen zu müssen. Das ist die Situation. So ist das. Dafür ist es ein gutes Symbolbild. Alle Ideen für Lösungswege stoßen im Naya-Konflikt auf völlige Abwehr, würde man eigentlich sagen. Aber es ist eigentlich nicht mehr Abwehr, weil sie erreichen das Herz einfach nicht, weil das eigene Herz sich die Gefühle so verweigert, weil es eigentlich sich selber gar nicht finden kann. Es ist einfach völlig überfordert in dem Sammelsurium der verschiedenen Gefühle und deswegen macht alles andere nur noch mehr Überforderung. Für Naya braucht es also völlig andere Lösungswege. Und deswegen gebe ich jetzt mal, wer will und sich angesprochen fühlt, eine Hausaufgabe auf. Das liebe ich sehr und kann das durch die gerade nicht vorhandene Schule in der Corona-Pandemie gar nicht machen. Deswegen finde ich das jetzt total super. Also hier ist jetzt die Hausaufgabe für Naya-Konflikte. Wenn du es irgendwie schaffst, spazieren zu gehen, dann suche dir auf deinem Weg einen kleinen Fleck, wo du dich kurz hinlegen kannst. Das muss gar nicht lang sein. Das Wichtige ist eigentlich, dass man es tut. Für einen Naya-Konflikt ist das Wichtigste, dass man in Bewegung ist und dann sich irgendwo selbst zur Ruhe setzt und eben einfach relativ unvermittelt auf einem Weg, wo man gerade die Gedanken kreisen lässt. Und da einfach hinlegen, Beine lang, Hände auf dem Boden und fühl einfach nach den Schwingungen von dem Boden. Ohne weitere Aufgabe. Guck einfach, was du fühlst. Und mach es öfter. Mach es öfter und immer wieder, um dich zu sammeln. Diese ganze Sache, auch wenn es einen Bezug zu Embryos hat, das ist völlig sprachlos. Das bekommt man mit Sprache sehr schwierig hin. Das Fühlen ist das Wichtige. Und das Fühlen, es geht gar nicht so um jetzt einen anderen Menschen fühlen, also einen Körper fühlen. Man kriegt das gar nicht so wirklich mit
Körperkontakt hin. Aber man kann es, denke ich, hinbekommen, indem man was Größeres anfasst. Und was Größeres ist unsere Erde. Wenn du es geschafft hast, dich auf dem Boden abzulegen und zu fühlen, dann ist es sehr hilfreich, dir vorzustellen, dass die Hände von Mutter Erde kommen und dich aufheben und finden. Mit dem, wie du dich fühlst. Genauso, genauso in dem Chaos dieser ganzen Gefühle, dieser ganzen vielen verschiedenen Herzen, die dort schlagen. Und du kümmerst dich ohne Ende. Und eigentlich geht es darum, dass du gekümmert brauchst. Und diese Aufgabe, ja, das kann vor allen Dingen Mutter Erde. Sie kann dich aufheben und tragen. Du kommst von ihr und du wirst zu ihr gehen. Und deswegen ist dieser Kontakt zu dieser sehr viel größeren Gebärmutter eine gute Sprache, um überhaupt Kontakt mit dir aufzunehmen in dieser zutiefsten, ausweglosen Gefühlssituation. Du bist empfindsam für die Schwingung der Erde. Höre auf sie und dein Herz wird langsam wieder vertrauen.